Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer von Ostsachsen TV, liebe Fans, liebe Fangemeinde im Internet. Marcel und Anna stehen bei mir, weil die beiden haben etwas entwickelt und das wird heute bei uns hier beim Gipfeltreffen, das Miteinander statt Nebeneinander, nicht nur präsentiert. Das wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Deswegen übergebe ich mal an euch beiden. Marcel, stell doch mal ganz kurz vor, was habt ihr hier kreiert und was wollt ihr unseren Zuschauern präsentieren oder präsentiert uns, unseren Gästen hier heute? Was habt ihr euch einfallen lassen? Vielen lieben Dank für deine Überleitung. Wir präsentieren hier das ideale Geschenk. Ideale Geschenk für Kunden, Freunde, Familie oder Verwandte. Es ist nämlich ein Kalender aus dem Erzgebirge, mit Motiven aus dem Erzgebirge, hier aus der Region Hartenstein, Aue beispielsweise sind die Städte, wo wir Motive dann davon drin haben, für das neue Jahr, das kommt. Es ist ca. 80 Tage noch zu Weihnachten, das heißt, es wird spannend, ja. Und hier haben wir direkt das perfekte Geschenk für euch, für eure Freunde, Familie, Verwandten, wie gesagt. Die Motive stammen von einem Freund von mir aus dem Erzgebirge, der Max Daunderer. Er hat wunderbare Fotos gemacht mit seiner Drohne und mit seiner Kamera. Und ich fand die Bilder so genial, dass ich einfach gesagt habe, komm, lass uns daraus einen Kalender machen. Lass uns den Kalender den Leuten aus der Region vorstellen. Lass den Leuten Freude bringen. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Motiven, sehr zufrieden mit der Gestaltung des Kalenders. Weiterhin anzumerken, wir haben QR-Codes auf jedem Motivblatt. Das heißt dort, wenn ihr dort den QR-Code scannt, könnt ihr Informationen zu Wanderwegen, weitere Bilder zu der Region und Informationen, besondere Informationen, die nicht unbedingt jeder weiß, zu den verschiedenen Motiven erfahren. Das heißt, ein spezielles Highlight zu einem sehr günstigen Preis, auch interessant für Unternehmen. Und ja, würde uns freuen, wenn ihr uns drei, Max, mich und meine Schwester unterstützen würdet. Dein Beitrag, was sagst du zum Kalender, warum muss ich den haben? Ich finde den einfach mega. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Motive ausgewählt. Auch die Kameraperspektive ist auch mega. Ja, es ist für jeden was, also für Kunden, für Freunde, Familie. Man kann sich das überall hinstellen oder auch an die Wand machen. Man hat immer wieder ein schönes Bild vor die Augen. Also was ich schön finde, ist, dass wenn man Heimat verschenkt, und zwar Heimat in Form von Bildern, Einblicke und Ausblicke, und ihr beschafft noch ein bisschen Mehrwert, weil ich habe den Kalender interaktiv, ich kann ihn benutzen, ich kann die Orte besuchen, via QR-Code mich hineinscannen in den Ort, ein paar Informationen bekommen. Ich glaube, es ist nicht nur für Leute interessant, die von außerhalb aufs Erzgebirge gucken, sondern auch für die Leute aus dem Erzgebirge, weil ich weiß, ihr habt ganz, ganz viele Geheimnisse auch reinverpackt, die sind dem einen oder anderen so vielleicht noch gar nicht bewusst. Und ich glaube, was auch sehr, sehr schön ist, wenn man den Kalender sich als Maßstab nimmt, zu sagen, da muss ich nächstes Jahr unbedingt auch mal hinfahren und den Ort muss ich mal besichtigen, dann leben auch die Orte wieder davon, von den Besuchen. Also vielen, vielen Dank für das Vorstellen. Geschenke sind das eine, Freude bereiten für die anderen, aber auch Freude bereiten für diejenigen, die mit Leidenschaft für die Heimat leben. Deswegen vielen, vielen Dank an euer Engagement. Dankeschön. Und auch jetzt stellvertretend mal den Fotografen, der die Bilder eingefangen hat, aber ihr habt sie natürlich auch kultiviert in den Kalender. Vielleicht entstehen noch neue Möglichkeiten und neue Wege daraus. Wir bleiben an dem Thema dran. Eins verspreche ich euch, ich werde die Kalenderorte mal besuchen und vielleicht findet man den einen oder anderen geheimnisvollen Ort und Punkt noch, über den wir auch noch nachträglich berichten werden. Deswegen vielen, vielen Dank ans Engagement und toll, dass ihr den Mut gehabt habt, heute das vorzustellen. Ich glaube, ihr kriegt eine große Fangemeinde, die sich dafür begeistert. Wenn ich die kaufen möchte, wie komme ich an den Kalender ran? Wie bekomme ich den? Das ist relativ einfach. Entweder schaut mal auf unserer Instagram-Webseite vorbei oder auf unserer Instagram-Seite. Dort haben wir ein paar weitere Fotos vom Kalender. Und da kommt auch täglich, werden wir da auch immer mal wieder ein paar Bilder reinposten, okay, und einfach informieren, wie denn der Stand ist. Des Weiteren haben wir eine Webseite, das geht dann über meinen Namen, www.marcellein.de. Dort seht ihr alle Motive und dort seht ihr die Preise und dort könnt ihr auch die Anfrage für die Bestellung machen. Wir machen es euch noch ein bisschen einfacher, wir verlinken das Ganze noch in einem extra Beitrag bei uns auf Ostsachsen TV, sodass ihr es auch findet. Nicht jeder ist bei Instagram, aber wir werden es auf Facebook noch mal ein bisschen posten, auf YouTube. Gerne. Und auf unserer Website einfach vernetzen und dann schauen wir mal, wie die Zahlen sich entwickeln. Und vor allen Dingen, ja, wer das ideale Geschenk sucht, es auch zukünftig findet. Also man kann nicht dran vorbei, wenn man es unbedingt möchte. Und deswegen vielen, vielen Dank an euch beide und wunderbare Idee, weiter so, ja. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr ein neuer Kalender entsteht, vielleicht noch Fall, mit weiteren Mehrwerten. Deswegen von dieser Seite aus erstmal vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank für die Chance.